Okay, die nächste Chance, die du jetzt hast, wirst du ergreifen. Okay? Dann nimmst du Leon und packst ihn und küsst ihn an. Aber... Ja, aber, super. Oh, so. Also, ihr habt gewonnen! Ja, nice, Bro. Ja, so kann man es auch feiern, ne? Man muss was zu trinken holen. Ja? Ja. Ja? Ja, das ist doch. Das ist schon was. Ja, ja, ja. Leon, du weißt aber, ihr wart nur schneller, nur weil wir zu dritt waren. Bro? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich einfach, muss ich umgewöhnen. Ich bin stolz auf dich, dass du es gemacht hast. Dann schickt mal ganz viele Herzen an Emmy. Und es ist ganz schlimm. Jetzt entspann dich, jetzt mach dir keinen Kopf. Wir entspannen uns jetzt, alles wird gut. Ihr schickt super viele Herzen. Und ja, genau, es wird alles super. Es soll alles genau so passieren. Wir werden später erfahren, warum. Ich bin stolz. Sexy. Oh mein Gott, Freunde, guck mal, wie cool. Ich bin hier gerade im Nagelstudio. Ich habe ein richtig cooles Sonderangebot bekommen. Und deswegen kann ich mir das heute leisten und nehme mein letztes Geld und mache mir die Nägel für mein Musikvideo neu, weil ich mache dann morgen das perfekte Musikvideo und da muss ich perfekt aussehen. Und deswegen perfekte Nägel. Ich hoffe, es lohnt sich, aber es wird sich schon lohnen. Ich bin guter Dinge. Und wegen gestern mit Emmy und Leon, Freunde, ich check's nicht. Ich habe gestern auch versucht, die ganze Zeit Emmy zu beruhigen, weil sie dann irgendwie voll confused war, was ich auch verstehe, weil ich auch komplett confused bin. Ich meine, sind wir blöd oder haben wir irgendwie Zeichen einfach falsch gedeutet? Ich check's einfach nicht. Ich war mir so sicher, dass Leon auf sie steht. Zu 100%. Und jetzt so gestern, er sagt Bro zu ihr, hä? So, das macht einfach keinen Sinn. Also ich check's einfach nicht, warum. Vielleicht haben wir uns irgendwas eingebildet. Leute, ihr müsst echt mal schreiben, wie ihr die Sache empfunden habt. Denkt ihr, er hat einfach Bro gesagt, weil er überfordert war? Hattet ihr auch schon mal so eine Situation? Wie soll sich Emmy jetzt verhalten? Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich zu Emmy sagen soll, weil ich check's nicht. Also ich war mir echt eigentlich sicher, dass er sie mag. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Helft mir. Please. Für Emmy. Meine Nägel sehen so, so krass aus. Wie findet ihr es? Schreibt es mal gerne. Ich bin so glücklich. Das Video wird morgen einfach so krass aussehen. Fuck, oh mein Gott, Leute. Ich treffe mich in 15 Minuten mit Valentin. Ich muss mich jetzt so beeilen. Oh mein Gott, ich muss rennen. Er bringt mich um, wenn ich heute nicht pünktlich bin. Ihr wisst ja, Quality Time heute. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Ich muss jetzt wirklich los. Also es fährt jetzt, oder? Passt jetzt. Also wenn wir Glitzer drauf tun, schaut es auf jeden Fall noch besser aus. Glitzer? Ja. Wie lange dauert es? Es geht schon schnell. Schnell? Ja, kriegen wir schon hin. Okay, dann machen wir es aber ultra schnell, weil ich muss wirklich los. Okay, okay. Für das Video? Das geht schnell, ja. Okay, dann los geht's. Danke. Scheiße, Leute, Valentin schreibt mich schon die ganze Zeit. Schickt euch mal kurz rein. 5 Minuten sind gleich vorbei. Wie lange dauert es wirklich noch? Schätzchen, beruhig dich, okay? Wenn du möchtest, dass es gut aussieht, musst du etwas warten, okay? Ich weiß, aber ich habe es wirklich eilig. Ich beeile mich, okay. Können Sie ein bisschen schneller machen? Ich weiß, sorry, ich will nicht unhöflich sein, aber wirklich, ich muss los und ja, Sie haben gesagt 5 Minuten. Ja, ich mach, das ist gleich. Warte, Valentin, bring mich um, ich bin jetzt. Egal, wenigstens hat es sich gelohnt, die Nägel sind gut aus. Wie lange noch? Etwas Geduld. Du möchtest, dass es gut aussieht, oder? Ja, nur noch die 2 sind es, oder? Ja, ja. Ja, wir können ja ein bisschen schneller jetzt. Ein bisschen Tempo. Ja, 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 los. Schneller. Bitte. Es ist gleich. Wann ist gleich? Gib mir noch eine Minute, Schätzchen. Warte. Okay, fertig. Danke, super. Dann, danke schön.
Okay, Leute, ich muss direkt losrennen. Leute, das sieht so pretty aus, das ist so in love. Es ist, tut mir so leid, sorry, dass ich so unhöflich war. Es war nicht persönlich, ich muss einfach nur so schnell los. Gefällt dir, ja? Ja, super, also, danke. Danke schön. Ciao, ciao. Ciao. Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, Valentin bringt mich nicht rum. Ihr müsst mir echt jetzt Glück wünschen. Ah! Oh mein Gott, Leute, ich rufe die ganze Zeit Valentin an, aber er geht einfach nicht ran. Ich check's nicht, Mann. Fuck, Mann, ich bin auch viel zu spät. Ich sollte vor einer halben Stunde da sein. Kein Wunder, Mann. Ich wäre auch voll sauer an deiner Stelle. Geh doch ran, bitte, bitte. Ich bin jetzt gleich da. Ich hoffe, er ist nicht mehr zu sauer. Schatzi, Schatzi. Oh, wie schön. Ich bin da. Hallo, hallo, hallo. Mein Schatz, wow, das sieht ja richtig schön aus. Richtig schön hast du das gemacht. Mua. Baby, es tut mir leid. Nee, wo warst du? Ich musste meine Nägel machen. Da gab es ein Sonderangebot. Und davor war ich noch mit Emmy quatschen, weil Leon sie gestern gebrot hat. Sorry, mein Schatz, ich weiß, es ist voll scheiße, es tut mir wirklich leid. Ja, cool, dass du sorry sagst. Die Nullen sind aber geil. Wir können ja trotzdem essen. Schmecken bestimmt trotzdem gut. Du hast bestimmt super gekocht, ich bin mir sicher. Chiara, weißt du, ich brauche kein sorry. Was ich von dir brauche, ist, dass du auch da bist, wenn wir sagen, dass wir da... Wir haben gesagt, mal Mittagessen und du kommst zu spät. Was ist der Grund? Nägel. Ich weiß... Aber das ist ja nur, weil mein Musikvideo morgen muss halt einfach krass werden. Und du weißt, dass es einfach gerade Prio hat und das Wichtigste einfach für mich ist. Ja, auch Prio. Natürlich hat deine Musik auch Prio. Ja. Das ist auch nicht das erste Mal. Wie lange muss ich schon warten? Es gab Musik früher. Klar, habe ich gewartet. Alles gut, mache ich gerne. Und jetzt kommen die Nien, dann kommt die Emmy, dann kommt der Leon. Wer kommt noch aber denn bitte? Aber das ist voll ungerecht. Ja, da kommen alle vor. Ich warte, dass du mir einmal kommst und sagst, hey, sorry, der Nachbar, ich muss ihm seine Schuhe sauber machen, deshalb kam ich zu spät. Das kann doch nicht sein. Immer nein, nicht, bitte nicht Baby. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe Nudeln gemacht, Wein, alles. Ja. Ich habe echt gefreut. Ich dachte echt, komm, einmal machen wir es schön, aber nein. Musikvideo ist morgen, jetzt muss ich echt den Valentin in den Mülltonner da reinschmeißen, damit ich mich bereit für mein Musikvideo mache. Weil das kommt auch natürlich vor mir, klar. Soll ich jetzt aufhören mit der Musik, weil es dir nicht passt, oder was? Ja, aufhören mit der Musik. Nee, so hört sich's bravo, an. Nee, klar, wann habe ich gesagt, bitte hör mit Musik? Habe ich irgendwann gesagt, bitte einmal im Leben, bitte, nee, bitte lass mich kurz ausreden. Habe ich irgendwann gesagt, bitte hör auf mit Musik? Nein, ich war immer da für dich. Ich wollte nur einmal was Schönes mit dir machen. Und da kam's auch nicht, das hast du auch nicht drin geschafft. Du hast ja recht, es tut mir leid. Wirklich, ich hätte pünktlich kommen sollen. Das ist scheiße, dass ich zu spät war. Und es tut mir leid, dass ich zurzeit so unverlässlich bin. Ich gebe mir Mühe und mache, dass es besser wird. Okay, dass es nicht mehr passiert. Und du bist Priorität. Und das Gefühl gebe ich dir in Zukunft auch. Versprochen. Versprochen? Versprochen. Okay. Es tut mir leid, Baby. Alles gut, ich brauche noch Wein. Wein. So schlimm, dass du es wegtrinken musst. Ich war nicht schön, sag ich. Dann verzeihst du mir. Ich hole eine neue Flasche. Bin gleich da. Leute, ich habe echt Scheiß gebaut. Hattet ihr auch schon mal so eine Situation? Schreibt mir mal. Ich hoffe jetzt einfach, dass das gut wird. So. Ah. Ich habe jetzt richtig Bock. Yes! Yum, yum! Einen guten Appetit! Ah, ich habe mir auch gedacht, nachdem wir fertig mit Essen sind, ich habe einen richtig coolen Film gefunden. So richtig romantic, so ein bisschen cheesy, aber ich glaube, es wäre echt eine coole Sache, das können wir nach dem Essen dann gleich machen. Was sagst du? An sich voll gerne. Mhm. Nur, sei bitte nicht böse, ich habe nachher einen Job. Ich habe den angenommen, weil ich musste die Anzahlung für das Musikvideo, für die Location machen und die Nägel und weißt du... Ja, klar, die Nägel auch. Ich brauche das Geld. Nee, alles... Aber wenn ich vom Job komme, dann können wir den Film gucken. Super gerne. Ich würde ja auch viel lieber mit dir Zeit verbringen. Ich weiß auch, dass du heute frei hast, aber leider muss ich in ein super tolles Kostüm, auf das ich gar keinen Bock habe. Und du kannst es dir anschauen. Das wird bestimmt toll. Und Leute, wenn ihr es auch sehen wollt,
wie ich mich heute total blamiere, dann abonniert und drückt die Glocke. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock. Aber wenigstens hast du dann wieder was zu lachen. Mhm. Yay! Top. Mmh, heißestes Würstchen der Stadt. Probier mein Würstchen. Nein, das ist ein geiler Slogan. Nein, es ist nicht. Das zum ist Anbeißen. Das Schlimmste, was ich je machen musste. Find nicht. Es gibt echt Schlimmeres. Nee, es gibt. Das ist wirklich das Schlimmste. Das ist nicht witzig, kannst du auch für mich auszulachen. Nee. Eigentlich nicht. Hey, sieht schon gut aus, oder? Sehr gut. Ja, finde ich auch. Wollen Sie ein Würstchen? Ein heißes Würstchen gefällig? Ach man. Aber ich muss echt mal Leute motivieren, okay. Ja? Ich reiß mich jetzt zusammen. Ja! Ich reiß mich jetzt zusammen. Alles für. Nein. Nein, nicht alles, aber als Würstchen. Nein. Okay, den nächsten Kunden sprich an. Okay. Ja, den nächsten okay. Kunden. Challenge accepted. Okay. Accepted. Okay. Sollen wir dich. Okay. Ja, genau, zeig mal. Hallo! Wollen wir es probieren? Ja. Heute und sonst. Was? Sonst? Ja. Wurst? Ja. Probier mein Würstchen. Verschiedene. Darf ich einfach so? Ja, voll. Schmeckt geil. Ja, gut, oder? Ja, ganz. Eins. Hallo. Hallo. Ganz eins. Nicht so viele. Nein, nicht so viele. Hallo, ich einfach teilen. Hey. Scheuert. Ey. Hör mal, gib mal die Wurst zurück. Was? Ich kann zu mir helfen. Was? Also, kannst du dich mal ganz hinlegen kurz? Nur fürs Bild. Warum? Das ist immer eklig. Ja, ich weiß. Hält mir hoch jetzt, bitte. Ja, warte. Ist auch nass. Scheiße. Okay, hochhelfen. Du musst mich hochheben. Ja, warte, warte. Okay, warte. Halt mich doch hoch. Mann! Das ist nicht witzig. Mann! Das... Nee, passt, danke schön. Alles danke, gut, danke. Danke. Komm, ziehen wir dir das mal aus. Für 50 Euro. Ja, hier geht's um die Wurst. Nee, es ist nicht mehr. Wir ziehen dir das jetzt aus, okay? Ja. Warte, du hast die Würstchen vergessen. Wenigstens habe ich jetzt den letzten Rest. Ach, da ist das Würstchen. Meiner für morgen, weißt du? Leute, das ist nämlich so, so nice, weil Vicky hilft mir morgen bei meinem Musikvideo, dann wird alles perfekt. Ich habe die Anzahlung schon gemacht und das ist der letzte Fufi, der mir gefehlt hat. Ja. Ich weiß, du freust dich sehr auf morgen. Ja. Aber da gibt es ein kleines Problemchen. Problemchen. Du weißt, ich... Kann man ja lösen. Ich will dir helfen. Ja. Nur leider musst du deinen Dreh verschieben. Witzig. Hahaha. Ich wäre fast drauf reingefallen. Das ist kein Prank. Mir ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Job für so ein Online-Magazin reingekommen. Es ist so, so gut für meine Karriere. Und weißt, ich bin gerade wirklich so... das ist mein Ding. Ja, also du musst... Bitte nur um eine Woche. Nein, es ist ja... Hallo, es ist ja klar, dass du diesen Dreh absagen wirst. Auf gar keinen Fall werde ich es absagen. Hast du mir zugehört? Hey, ich brauche dich morgen. Für meine Karriere. Ich verdiene es ist auch wichtig für meine Karriere. Ja, da, du stehst ganz am Anfang deiner Karriere und dir rennt nichts weg. Wo ist denn das? Ist es dein Ernst? Wie ist es mein Ernst? Natürlich ist es mein Ernst. Eine Woche. Du glaubst nicht an mich, deswegen machst du das. Ich glaube nicht an dich. Ist doch so. Hä? Nur weil... Hörst du dir selber zu? Es geht um mich. Du bist ganz am Anfang. Du bist noch so klein. Was? Ja. Du bist keine Freundin. Weißt du was? Du bist eine richtige Egoistin, bist du. Schau's auch alleine. Diego! Tell me straight up.